Hallo und willkommen heute beim Führerschein, Bogen Nummer 6. Gut, lernen. Starten wir gleich mal ohne Einlauf, ohne Vorbeginn meine ich. Ja, womit müssen Sie rechnen? Also ich habe ja wieder mal wieder diese fahrenden Bakterien vor mir. Als Autofahrer sind es das wirklich und als Radfahrer sind die Autofahrer die Nervensägen. Also es nimmt sich beides nicht. Die will die Straße überqueren. Die Radfahrerin vor mir nach links abbiegen. Ja, die will nach links abbiegen. Mich beim Weiterfahren nicht beeinträchtigen. Auf die andere Straßenseite fahren. Nee, eigentlich, die biegt ja nach links ab. Warum auf die andere Straße? Die fährt doch da lang. Verstehe ich nicht. Die erste Frage ist gleich durchgefallen. Gut, daran, kann daran liegen, dass 0.05 Uhr ist und ich schon den ganzen Tag wieder wach bin. Wie können Sie beim Fahren gefahrlos feststellen, ob die Fahrbahn vereist ist? Kräftig Gas geben? Bei langsamer Fahrt bremsen? Ja. Da merkt man nämlich, ob das Auto quasi, ich sag jetzt mal, schwimmt. Lenkung rückartig hin und her bewegen. Also bei meinem Auto ist das so, wenn ich das ruckartig hin und her bewege, merke ich richtig, ob es entweder unten etwas quietscht, durch den Boden eben, oder wenn es jetzt, wo es eisig war, habe ich richtig gemerkt, wie das darüber geflogen ist, wie sich das Auto leicht bewegt hat. So konnte ich auch feststellen, dass, wie glatt es jetzt gerade ist. Also das stimmt nicht ganz hier. Man kann an der Lenkung erkennen, ob das Auto, ob Glatteisgefahr besteht oder nicht. Im Stehen sogar. Das funktioniert. Also bei mir geht das. Also. Gehen wir mal zurück. Auf die andere Straßenseite fahren. Wahrscheinlich auf die. Ja, stimmt, auf die. Ja, stimmt. Okay, auflösen. Nimm mal das Kreuz hier weg, obwohl ich weiß, dass man daran dass man das daran erkennen kann, aber gut, diejenigen, die es geschrieben haben. Die haben das wohl noch nie getestet. Ich schon. Okay. Wie? Immer noch? Wollte ich schon sagen. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Ach du Scheiße, ja, jetzt hier im Februar war ja auf einmal so ein starker Schneefall in Berlin, nach vielen, vielen Jahren. Ich bin gerade ausgefahren, das Auto hat sich von links nach rechts bewegt, obwohl die Reifen gerade waren. Aber durch die unebene Strecke konnte ich echt nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Als 60er konnte ich 20 fahren. Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden PKW verengt ist, einmal das. Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist, klar, man sieht nicht, ob da jemand kommt, weil die Fahrbahn vor allen Dingen glatt ist. So. Wie sollten Sie sich bei diesen Sichtverhältnissen verhalten? Also ich selber würde vorsichtig oben ranfahren. Ich sehe, hinter mir ist keiner hier, außer der da hinten. Ich würde leicht, also ich würde ja nicht unbedingt mit 80 rüberfahren, ich würde ja mal wahrscheinlich mit 60 rüberfahren. Ich orientiere mich an der rechten Fahrbahnlinie. Klar. Ich halte das Fern. Nein, das mache ich nicht, weil der hier vor mir ist. Das wäre ja gefährlich. Aber ich reduziere meine Geschwindigkeit. Cool. Dann zum Video. Video. Also es ist so, ja, es ist so früh gerade, dass ich einen Energy Drink nehmen muss. Um wach zu bleiben. Gut, die will jetzt bestimmt drüber rennen. Auf Garantie. Ja, beachten, ich darf am Bus nicht vorbeifahren. Doch, ich darf dran vorbeifahren, weil der steht auf der anderen Straßenseite. Ich weiß nicht, ob der jetzt eine Warnblinkanlage. Ich schaue auf die Person. Also, ich dürfte normalerweise vorbeifahren. Wie? Echt jetzt? Ich gehe nochmal zum Video.
Wenn er Warnblinkanlage angehabt hätte ich mit Schrittgeschwindigkeit. Ja, Warnblinkanlage. Okay. Das war der ausschlaggebende Punkt. Da Warnblinkanlage mit Schrittgeschwindigkeit ranfahren, weil es ein Schulbus sein könnte. Ist egal, auf welcher Seite er ist. Ich darf aber dran vorbeifahren. Hätte er keine Warnblinkanlage angehabt, hätte ich auch keine Schrittgeschwindigkeit gebraucht. Gut, ich hätte besser hinschauen müssen. Liebe Fahrschüler, ihr müsst auch besser hinschauen. Sowas übersieht man leicht. Worauf müssen Sie sich einstellen? Dass ein von rechts kommendes Fahrzeug auf seine Vorfahrt verzichtet. Naja, ich kann mich darauf einstellen, das ist aber keine Gefahr. Denn sobald er auf seine Vorfahrt verzichtet, halte ich und hält er. Gut, darauf kann ich mich auf jeden Fall einstellen. Dass sich der Bremsweg durch die Feuchtigkeit, ja, dass von rechts ein Fahrzeug kommt. Aber sowas gibt es. Manche denken wirklich, also ich habe es selber schon erlebt, wenn ich von rechts komme, dass das eine Vorfahrtsstraße ist, halte. Und derjenige hier wundert sich, warum ich denn gehalten habe. Okay. Man merkt, dass es spät. Ich sollte früher aufnehmen, aber Bionado war jetzt noch die ganze Zeit hier im Tun und Machen und ich habe jetzt erstmal. Ich habe jetzt 3, 4 Stunden gewartet, bis sie sich jetzt ins Bett legt, damit ich das ja machen kann. Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen? Meist abends. Während der Abenddämmerung? Im Morgengrauen? Gute Frage. Abends auf jeden Fall, weil die Tiere da meistens wild dann auf die Jagd gehen. Morgengrauen. Richtig. Also wenn es dunkel ist. Nicht in der Mittagszeit, da schlafen die meisten. Auf einer stark befahrenen Straße mit mehreren Fahrstreifen haben sie sich zum Linksabbiegen eingeordnet. Sie möchten nun stattdessen nach rechts abbiegen. Wie verhalten sie sich? Ich fahre mit eingeschalteten Wappen. Nein, ich biege mit großem Bogen nach rechts ab. Nein, ich biege nach links ab. Und nimm dann die nächste Ausfahrt nach rechts. Was ist in dieser Situation richtig? Hatten wir es nicht schon? Das war doch im Bogen 2 schon gewesen. An der nächsten Kreuzung endet der verkehrsberuhigte Bereich. Nein, ich habe Vorfahrt. Nein, hier geht die. Also wieder, verkehrsberuhigter Bereich. Gelbes Schild. Durchgestrichen. Mit Familienspielplatz. Habe ich Vorfahrt? Nein, da hätte ich hier ein Vorfahrtsschild oder einmalige Vorfahrt. Also kann es nur das sein. Oh, ziemlich zügig, der fährt 50. Oh, stimmt sogar hier. 30er bei Einengung. Lass mich raten, schon wieder so ein Ding. Jetzt kommt der Radfahrer wieder. Die Fragen wiederholen sich manchmal. Nee, wegen dem Radfahrer. So, Video. Gut, was passiert jetzt? Ich bin hinterm Bus, der hat Warnblinkanlage an, übrigens, ja? Der hat Warnblinkanlage an, wie ich gesehen habe. Ich wechsle den Fahrbahnstreifen, ohne sofort zu überholen. Ich überhole den Bus mit mäßiger Geschwindigkeit. Ich bleibe zunächst hinter dem Bus. Ich würde erstmal zunächst hinter dem Bus bleiben, weil der hat eine Warnblinkanlage an. Okay, richtig. Wozu sind Sie verpflichtet, wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind? Hilfe leisten, sollte es Verletzte geben, anhalten und mich über die Unfallfolgen vergewissern, klar, und die Unfallstelle absichern. Klar. Ja, keine Frage, ja, kein Nachdenken dabei. Welche Bedeutung haben die Weisungen von Polizeibeamten? Kommt auf die Polizeibeamten drauf an manchmal. Ihnen Folge zu leisten. Sie entbinden von der eigenen Sorgfaltspflicht. Nein, ich nicht. Ihnen ist nur Folge zu leisten, wenn Sie mit den